Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, heute ein kleines Tutorial über das Meizu 16, die Probleme mit dem Play Store, die Probleme mit dem Runterladen von Games, Fehler 190 und dann die sich dann anschließenden Probleme mit Play Games. Direkt nach dem Intro, viel Spaß! Die Probleme treten natürlich nur in der International-Version auf, die standardmäßig, also von Haus aus, ohne Google-Apps daherkommt, also auch ohne den Play Store. Dass wir keine Google-Apps haben, ist an sich kein Problem, denn die kann man sich einfach aus dem hauseigenen App-Store runterladen. Dafür müssen wir den hauseigenen App-Store erstmal starten und suchen dann im Store einfach nach Google. Und inzwischen erkennt man ja schon die App an dem Logo, nehme ich das. Und ich habe es schon installiert. Bei euch würde Install stehen, bei mir steht Open. Ihr drückt erst auf Install, dann auf Open und ich kann jetzt nur Uninstall. Ihr müsst dann hier einfach auf Install drücken und dann wird Google Services und halt was man so braucht mit den Play Store installiert und könnt dann direkt auch im Anschluss Open Play Store antipsen. Wenn ihr aber nun versucht, die App eurer Wahl runterzuladen, die zusätzliche Dateien benötigt, wie die meisten Games zum Beispiel, dann erscheint der Fehler 190. Das ist besonders verwirrend, weil nämlich alle anderen Apps funktionieren. Erst später bekommt man dann irgendwie mit, dass es eben immer die Apps betrifft, die zusätzliche Dateien benötigen. Alle weiteren Google-Apps, wie zum Beispiel YouTube Player oder wie zum Beispiel Gmail, Maps oder WhatsApp, Boat Browser, andere Browser, E-Mail-Clients, das sind alle so kleine Apps, die dann problemlos runterladbar sind, alle anderen eben nicht. Also hier in die Einstellungen der Apps wechseln und jetzt suchen wir hier unter den 1000 installierten Apps Google Play Store. Ich habe erst unter Play Store gesucht, das findet ihr dann aber nicht, ist hier als Google Play Store installiert, reinwechseln und nun bei Permission Management die entsprechenden Zugriffsrechte hier setzen. Das heißt, einige sind ja schon gesetzt, die anderen sind auf Ask. Bedeutet eigentlich, dass wenn die entsprechende Anfrage kommt, eine Anfrage an euch weitergeleitet wird. Ja, nein, vielleicht. Hier passiert das aber gar nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es kommt der Fehler 190. Ihr müsst also hier per Hand Use Phone Storage of Allow setzen. Also erlauben und dann funktioniert plötzlich, wie durch Geisterhand, in dem Falle aber eigentlich nur durch entsprechende Rechteverwaltung, die eben überlegt sein muss, dann könnt ihr zum Beispiel PUBG Mobile runterladen und scheitert dann aber an der nächsten Instanz und zwar beim Anmelden über Play Games. Ihr wisst ja, wie es ist. Man sagt dann halt hier More und dann Play Games und danach sagt er, oh ja, aber Play Games muss erstmal installiert werden. Ihr kommt wiederum in den Play Store, es wird wiederum runtergeladen und dann kommt ein Error. Den habe ich nicht gescreenshottet. Hier nochmal kurz gezeigt, der Fehler 190. Den habe ich gescreenshottet, aber den Fehler von PUBG nicht. Im Großen und Ganzen steht einfach nur Error beim Einloggen. Ja, Login-Error, irgendwas in der Richtung. Schön. Und danach kommt ihr zurück, ihr könnt es neu versuchen. Egal, passiert nichts. Ich hatte dann selber auch versucht, Play Games zu starten. Stutzt ab. Beziehungsweise lädt und lädt und lädt und dann passiert auch bloß nichts. Was ich dann gemacht hatte, nachdem ich recherchiert hatte, war erstmal dieses Ding so runterzuladen. Das ist so ein Fix für Play Services. Nein, ich mag die App nicht. Und hatte im Großen und Ganzen erstmal Updates angeboten und so, aber das ging nicht. Da hat er nur gesagt, genau das, deactivate, das möchte ich aber nicht. Und Info. Gut. Da sind wir jetzt auch bloß in den Einstellungen der App. Da kommt man auch so rein in das Einstellungsmenü. Was man dann allerdings hier machen kann, was ich allerdings gemacht hatte, war Manage Space. Und hier habe ich einfach Clear All Data. Das war erstmal echt viel gewesen, so an Megabytes. Und die habe ich alle gekillt, gelöscht und runtergeworfen. Danach das Gerät neu gestartet und mich direkt hier bei Play Games angemeldet. Und dann hat es funktioniert. Dann wiederum bei PUBG Mobile. Und jetzt bin ich hier auch angemeldet. Alle sind glücklich und das Telefon funktioniert soweit einwandfrei. Schön. Wunderbar. Also man sieht ja hier schon meine ganzen Fortschritte, wenn ich das irgendwann hier mal im Spiel drinne bin. Da rechts oben stand es gerade. Da, Moschus. Bin eingeloggt. Funktioniert. Bin glücklich. Hat alles eine Weile gedauert. Ich wollte eigentlich das Review für das Telefon hier schon längst fertig haben und dann funktioniert aber erstmal überhaupt gar nichts. Erst der Fehler 190, da kann ich mich nicht einloggen über Google Play Games und dann musste ich erst noch recherchieren. Aber letztendlich, wenn man halt entsprechende Tutorials bei YouTube kennt, das ich gerade mache, dann ist das eigentlich nicht so dramatisch. Das Gerät wird in der International-Version nur mal ohne Google Apps ausgeliefert und das muss man sich dann halt alles nachinstallieren, das muss man sich alles noch nachkonfigurieren, weil es in der Grundinstallation nun mal alles die Rechte nicht so gesetzt sind. Das Problem kennen wir schon vom Xiaomi Mi 8 Lite in der International auch vorgestellt hatte, da musste man das dann ähnlich machen, da kam auch der Fehler 190 und ganz ehrlich, als ich die Fehler 190 gegoogelt hatte, bin ich auf mein eigenes Tutorial gestoßen, was ich bezüglich des Xiaomi Mi 8 Lite nämlich gemacht hatte, aber inzwischen habe ich das alles wieder vergessen. Schön, dass ich mir selbst weiterhelfen konnte und ich hoffe euch auch, ich hoffe euer Meizu 16 funktioniert jetzt einwandfrei, ihr könnt PUBG zocken, ich habe nämlich das dann hilfsweise aus diesen komischen hauseigenen App Store runtergeladen, hier gibt es auch PUBG, das ist aber auch eine chinesische Version und ich konnte mich nur mit QQ und WeChat einloggen.
Hab ich aber nicht. Und war mir dann auch irgendwie zu blöd. Und wahrscheinlich hätten dann mich die ganzen Figuren auf Chinesisch zugequatscht. Und ich hätte chinesische Waffen gefunden, die vermutlich nicht funktionieren, weil sie irgendwo billig in irgendeiner OEM-Fabrik hergestellt wurden. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Tutorial wieder. Ich hoffe, dass ich nicht bald wieder nötig haben muss, eins für euch zu drehen. Ansonsten, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Video. Ciao.